Nette Geschichte, aber was soll das mit mir zu tun haben? Soll ich Ihnen aufzeichnen, Mann? Al-Bashir war überhaupt nicht dort, deshalb sind Sie hingegangen. Soweit wir wussten, war er irgendwo in Teheran untergetaucht. Verstehe. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren Sie der Ansicht, es gab keine Verbindung zwischen Al-Bashir und Solomon. Nur was das irakische Kurdistan angeht, da sah ich Solomon. Ich würde Sie gerne was fragen. Al-Bashir war sowas wie deren Kennedy. Wir hätten ihn dort lassen sollen. Das waren Ihre Worte. Nein. Wessen sonst? Keine Ahnung. Und Sie haben auch keine Ahnung, wie Ihren befehlshabenden Offizier schoss. Lecken Sie mich! Vergessen wir nicht den Zweck unseres kleinen Treffens. Das ist keine Verhandlung. Sie sind schuldig und ich weiß, wie Ihre Geschichte endet. Wir sind nicht hier, um es aus ihm rauszuprügeln. Lass ihn! Unsere Anweisungen bezüglich seiner Behandlung sind völlig unmissverständlich. Ich will der Sache nur endlich auf den Grund gehen. Und zwar streng nach Vorschrift. Na schön. Erzählen Sie uns, wie Sie die Bombe in Teheran fanden. Ganz schön große Stadt. Allerdings, noch keine Waffenlaster. Nee, die Mühlen des Schicksals mahlen langsam. Ich höre. Misfit, Schadensfeststellung der Luftangriffsziele erwies sich als ergebnislos. Allerdings, um 0300 haben vorgelagerte Elemente von Colonel Garrisons Regiment die Jaffier-Brücke eingenommen. Dadurch sind Misfit und Helmöcker in Position, feindliche Gebäude mit strategischen Geheimdienstinfos zu erobern. Euer erstes Einsatzziel ist der Kurschier-Wohnkomplex hinter dem Kanal. Wir werden den Angriff in einer Minute starten. Haltet euch bereit auszusteigen. Verstanden. Das Haymaker. Los geht's. Alle Misfit-Kennungen. Wir starten die Mission. Wiederhole. Mission startet. Sir. Verstanden. Blackburn, nimm den Mörser. Los. 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 Aufpassen! Nimm die Steinmauer unter der Überführung in den Zug. Thank you.
Kompromiss finden. Bestens. Und bei dir? Auch alles okay? Okay? Verflucht, das war T90 und ich lebe noch. Mir geht's besser als okay. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Blackburn? Blackburn, bist du okay? Alles in Ordnung? Irgendwo muss es hier rausgehen. Los! Luftunterstützung steht zur Verfügung. Ich will direkt, seit ich hier sind. Ich glaube, das ist die Bank. Nehmt an. Der Scheiß, die Leute sind wieder da. Wir müssen das tun. Scheiße. Wo ist der hin? Scheiße! Thank you.
Jack Javelin! Packen das Scheißding ab!
Gentlemen, wir suchen nach Hinweisen auf Al-Bashir. Findet sie, grabt alles um. Ihr da, übernehmt den Keller. Wir durchsuchen den übrigen Teil. Verstanden, Blackburn. Komm schon. Glaubst du, Al-Bashir ist da drin? Keine Ahnung. Finden wir es raus. Metkovic, öffne das Tor. Volle Deckung! Gesichert, gesichert! Was zum Teufel ist das? Montez! Riechst du das? Rauch. Kordit. Wir müssen die Tür aufkriegen. Scheiße, ist die schwer. Ich geh rein. Gesichert. Scheiße. Das ist eine Goldmine. Das ist ein Operationsraum. Anscheinend wollten sie zerstören. Nein, Doktor. Alles noch da. Packt alles ein und nehmt's mit. Oh, Scheiße. Hier gibt's Karten von Paris, New York. Und auf einem Zugfahrplan steht 6.02 Uhr. Heilige Scheiße. Komm hier rüber. Das ist radioaktiv. Findest du die Idee gut? Wir haben keine Wahl. Scheiße. Weißt du, was das ist? Nuklear. Bomben, russische. Da ist nur noch eine. Da ist noch Platz für zwei. Wo zum Teufel sind die anderen beiden? Hey, das müsst ihr euch ansehen! Da! Scheiße. Das ist Al-Bashir. Wer ist der andere? Keine Ahnung. Sie kommen runter. Wir müssen die Bombe sichern und uns verpissen. Was ist mit den Infos? Nein, keine Zeit. Schnappen wir uns die Bombe und dann weg. Das ganze Gebäude stürzt gleich ein. Hier, Misfit 1-3. Hier, Führung, Misfit, ich höre. Misfit, wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Break. Es könnte noch mehr geben. Misfit 1-3, Kontakt bricht ab. Hast du Massenvernichtungswaffe gesagt? Bitte wiederholen. Kein gutes Zeichen. Wie viele tragbare Atombomben haben Sie dort gesehen? Eine. Also eine. Nur eine, aber Platz für drei. Nur weil ich nachts Lichter sehe, heißt das nicht, dass es sich um ein scheiß UFO handelt. Wir glaubten, dass es mal drei waren. Und ich glaube, dass Elvis noch lebt. Ich kaufe aber trotzdem keine Konzertkarten. Was ist mit den anderen Bomben? Tja, eine ist schon hier. Dann wissen Sie also nichts von Paris? Was? Sie haben verstanden. Wer hat was nicht verhindert? Meinen Sie ihn? Er war früher russischer Spetsnaz, Wimpeleinheit. Dmitri Dima Majakowski. Genau der Typ von Soldat, der nicht zufällig irgendwo auftaucht. Wir wissen, dass Sie ihn kennen. Wir sind uns begegnet. Wollen Sie damit irgendwas andeuten? Wir glauben, Sie wissen, warum er in Paris war. Wenn Sie mir erzählen, was in Paris passiert ist, sage ich es Ihnen. Wir wissen nicht viel mehr als Sie. Der Einzige, der weiß, was wirklich in Paris passierte, ist Dima. Dima надеюсь, что американцы сделают то, что им положено в Нью-Йорке. Групп, подтвердила правила игры? Да, самое главное запретить ядерное оружие, чтобы это не стало. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будет обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских, ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть и псих, но он точно знает, чего он хочет. Это сожаление своей цели. Дима, ты помнишь, в последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, могилы неизвестного солдата, и помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, кто вы здесь, и мы оказываем ему мир. Да, сегодня несколько человек узнает о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Я себе это стараюсь подавить.
Приблизимся к Эвенекс-Тармену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, Дима, зажигаем ЭП-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настояния, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрее. На меня! Через автопад. Вниз на уровень, потом вверх по лестнице. Давай. Перережь провода. Okay! Take it!
держать его за стеклом радиусе. Вот покидаем здание! Хватим, понял? Бля, это же пустышка, это не ядерное оружие, бля. Топор лечь ему, где факел?